Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Bioshock Infinite. In der letzten Folge kam Songbird durchs Dach und hat uns Elizabeth geklaut. Und die versuchen wir jetzt zurückzuholen. In dieser Folge. So, und ich würde sagen. Toll. Das ist strange, ja. Wir machen uns mal auf den Weg zu Elizabeth. Alter, was geht jetzt ab? Richtung Comstock aus. Komm nur, wenn du willst. Ich lass nicht zu, dass du sie holst, hörst du? Alter, was geht jetzt ab? Ich lasse nicht zu. What the fuck? Das Spiel wird immer merkwürdiger. Schnee. Es ist Juli. Nee, noch nicht. Noch ist es Mai. So, was haben wir hier? Salz. Kannst du mich hören? Das ist ein Riss, glaube ich, oder? Ich habe kaum Leben, kaum Munition. Lol. Alles klar. Suche nach Elizabeth. Der Turm existiert doch nicht mehr, oder? Ist hier irgendwas? Der Typ ist ganz schön von sich selber überzeugt, glaube ich. Ist das... Elizabeth, ja. Manche träumen was zum Teufel? Manche träumen von Liebe. Mein Vater träumte von einer Flut aus Feuer. Wo wussten die denn, dass sie sich die Haare mal abschneidet? Man schenkte uns Eden. Wir machten einen Sodom daraus. Warum sollten wir... Was haben Sie mit mir vor? Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Machte er es nicht so leicht. Er sprach: Prophetin, bilde mir eine Nation von Fischern aus. Was geht denn jetzt ab? No sin evades his gaze. Lol. Wie sehen die aus? Gesundheit und Pistole. Oh. Ich habe von den Dingern gelesen. Die sollen ziemlich gefährlich sein. Die erwecken die anderen zum Leben und dann muss ich die töten. Deswegen versuche ich an denen vorbeizusneaken. Das ist, glaube ich, die einfachere Variante. Und das hat nicht funktioniert. Scheiße, keine Munition mehr. Alter, die Knarre macht überhaupt keinen Damage. Die macht null Damage, habe ich das Gefühl. So, dann nimm die Krähen. Ich bin gleich down. Alter Schwede, ey. Ich hab nix mehr. Verdammt, ich muss irgendwie da rein. Die Pistole ist richtig scheiße. Die macht überhaupt keinen Damage. Schießt total langsam und. Egal. War noch besser als die. Dings hier. Das Sneak hat wunderbar funktioniert. Hoffentlich muss ich nicht bis ganz zum Direktor hoch, um reinzukommen. Das werden wir mit Sicherheit müssen. Okay. Hören Sie, ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese
Bitte, wo sind wir hier? Bitte, bringen Sie mich wieder in Hilton. Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Er ist nicht mein Vater. Den Tun gibt's doch gar nicht mehr. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Ach, du bist eine kleine Hure. Ich hab gleich gar keine Muni mehr. Das war's mit Munition. Aufs Maul! Scheiße. Ja, komplett ohne Munition. Nerv mich nicht. Die haben ja nix, die haben nix, die Typen. Kostet nur Munition, es bringt nix, die zu töten. Salz, wichtig. Müssen wir lang? Hier, scheiße. Jetzt hab ich den falschen Knopf gedrückt, fuck. Salzverschwendung von aller Feinsten. Hier ist erstmal Kaffee und Salz. Da ist so ein Automat, da gucken wir jetzt mal rein. Vielleicht hilft uns das ein bisschen mehr, die Story zu verstehen, weil das ist schon ziemlich kompliziert. Sonnenaufgang. William Foreman. Okay. Das war sehr aufschlussreich. Machst du nix, wa? So. Dann gucken wir mal, wo Elizabeth ist. Müssen wir da durch? Nein. Aber ich will erst gucken. Stehen Särge. Okay, das hier scheint ein Krematorium zu sein. Geist wird geboren, verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder sind ohne Fehl, ohne Tadel und haben keine Wahl. Denn welchen Wert hat der Wille, wenn der Geist angefangen zu gehen? Wir werden dich heilen. Ich will nicht krank. Ein Geist schon. Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst. So. Der Typ ist definitiv krank. Da muss doch irgendwo noch mehr Stuff sein. Guck, ob der Revolver ein bisschen mehr kann als die Dings gerade. Alles klar. Oh, ein Bötchen. Ich bin Dr. Pennyfuck, Elizabeth.
und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. Der Witt hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Oh ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Guten Abend, Sir. Ja, das ist gruselig. Ach nee, oder? Jetzt probiere ich da mal wirklich mal durchzusneaken. Das ist die ganzen aus der Irrenanstalt hier, oder was? Ich habe keinen Bock auf dieses Viech. Echt nicht. Ich muss doch irgendwie durchkommen, ohne dass er mich sieht, oder? Der kleine Homo. Fuck. So. Lutscher. Das war's mit meiner Munition. Gucken, was der Revolver kann. Ich muss nachladen. Ist noch einer. Komm her. So, die haben nix, ey. Die haben gar nix. Ja, lad mal nach. Oh lol. Oh lol, 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 lol. Lol, jetzt schießen sich gegenseitig kaputt, oder was? So, sicher, sicher. Oh, oh, da kommt ein Krähe. LOL. Warte, wo ist Bocken der Bronco? Da. So. Gib mir Munition und Gesundheit. Nice. So, du gehörst mir. Nice. So, und er dürfte sich jetzt selber hinrichten. Sehr schön. So mag ich das. Haben wir hier noch was Cooles? Nicht da weiter, ne? Oder? Ja. Aber hier ist doch bestimmt noch was. Natürlich ist hier nichts mehr. Fuck, ey, ich gehe echt auf dem Zahnfleisch. Das Kind ist bereit. Es ist Zeit. Trophy, selbst wenn wir sie halten, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist das? Hoffnung. Lol. Der Einzige, der krank ist, ist der Typ. Lol. Es geht knapp mit denen. Alter Schwede. Pistole. Auf keinen Fall nehme ich noch einmal die Pistole. Kolibris. Oh, Kolibris sind schön. Kolibris sind niedlich. Ich mag Kolibris. Jeder mag Kolibris. Aber was will uns dieser Film sagen? Genauso wie das mit dem Sonnenaufgang. Alter Schwede, ey. Morgen ist ja deine Operation. Also ist das. Du hoffst immer noch, dass du wegkommst und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate? What? Ich bin gerade mal... Ich gucke auf die Uhr, das müssten 12, 13 Minuten in der Aufnahme sein. Oder?
Ne, 14. 14, 15. 6 Monate? Versuchen die die... Nein. Alter, nicht schon wieder. Was ist das? Eine Schrotze. Ist doch interessant. Ich bin noch nicht einmal an diesem Typ vorbeigekommen. Und werde das auch jetzt nicht. Alles klar. Die gefällt mir. Bam. Und weg die Sau. Du auch. Und du. Dann ist noch einer. Ja, komm her. Das war jetzt ziemlich easy mit der Schrotze, muss ich sagen. Wenn man genug Salz hat und so, das bockt mit bockender Bronco und dann mit der Schrot. Das ist nice. Müssen wir da lang? Orientierung verloren. Ja, müssen wir. Aber da ist auf jeden Fall erstmal ein Ausrüstungsgegenstand. Alles klar, was haben wir denn da? Hosen, Gesundheit für Salz. Wenn du keine Salz mehr hast, nur zu Gesundheit und Kräfte. Ja. Bitte. Das ist hier gerade extrem wichtig. Aber hier sind Salz und ein Voxophon. Elizabeth. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Aber am Ende muss er für uns alle bezahlen, oder? Wo fängt seine Schuld an? Und wo endet meine? Sie reden in Rätseln. Da lang, ich möchte hier gucken. Kann ich da auch durch, ja, ne? Ja. Ich hab dich gar nicht im Stich gelassen. Doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar. Er machte mir klar, wie viel Vertrauen unsere Spezies verdient hat. Gott, oh Mann. Setzte auch ein Vertrauen. Ja, glaubt ruhig, was euch erzählt wird. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Verschließt die Augen vor der Wahrheit. Ist mir irgendwo wieder so ein Automat oder sowas? Ja, obwohl, das ergibt, wird keinen Sinn ergeben, ne? Bei Comstock zu Hause. Battleship Bay. Ist das so eine Livecam oder was? Lol. Stehen so Dinger nicht auch auf den Freizeitparks, wo dann so Märchen oder so drin sind? William R. Foreman. Ach, hat der sich umgebracht? Ich folgte einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Er hat gespeichert. Ich hab kein gutes Gefühl. Die haben mit ihren falschen Hirten und so ein Kram, ey. Lockpicks. Wir haben 16 Stück. Jetzt hat es, dass wir Elizabeth wiederfinden. Und, oh, was haben wir denn hier? Ein Karabiner. Und viel Munition für die Schrotflinte. Ja, komm. Macht keinen Sinn, hier mit der Maschinengewehr rumzulaufen. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Da kommen wir her. Hier ist nichts mehr. Alles klar, was haben wir denn hier? Hut, steigende Mordlust. Nach jedem erfolgreichen Kill wird der Schaden von Waffen erhöht. Ja, selbstverständlich. Bisschen Muni noch. Revolver haben wir nicht. Wir haben einmal die Schrotze und den Karabiner. Ist hier sonst noch was? Nee, ne? Ja. Hier lang oder die andere Treppe nehmen? Ne, die ist richtig. Oder können wir auch hier lang? Nee. Aber ich möchte trotzdem gucken. Pistole auf keinen Fall. Ja, obwohl, doch, ich kann auch hier lang gehen. Kommt dasselbe aber raus, glaube ich.
Lol. Da ist der Schalter. Öffnen. Nee, ich will erst das Voxophon hören. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. Oh ja, und wir werden sie nicht enttäuschen. Bin ich fest von überzeugt. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. Alter! Lol. Erschreck mich ruhig. So. Du gehörst mir. Um die anderen kümmere ich mich. Alles klar. Alter, lad doch mal schneller nach. In aller Ruhe liegt er danach. Kein Problem. Aber manchmal steht der Geist ihr im Weg. Der Geist nicht nach. Ich bin fast down. Wieder mal ein Maschinengewehr haben. Dem komme ich einfach am besten klar, das ist einfach so. Dann haben wir noch einen Karabiner. So, ab nach unten. Und rein in den Aufzug, glaube ich, ne? Bestehen kann, die ich schuf. Was für ein Siphon? Elizabeth, halt durch! Was? Was ist denn da los? Ein Riss? Was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Alles klar. Ihr habt deutlich einen an der Klatsche. Elizabeth. Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören, ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand.
Die sieht ein bisschen fettig aus. Ach du Scheiße. Der Spross des Propheten. Ist das New York? Den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Krass. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Alter. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. What? Ich bin zurück. 1912. Bevor sie... Es ist noch Zeit. Das ist ein Käfig. So, aber da ich ein kleines Arschloch bin, unterbreche ich, beziehungsweise beende ich die Folge an dieser Stelle. Das ist lang genug. Ne, muss reichen. Ich muss auch noch rendern, sonst klappt das mit der Zeit ja nicht. Ich bedanke mich, wie immer, recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch einigermaßen gut gefallen hat und dass ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bei Bioshock Infinite. Wenn ihr Bock habt, besucht uns auf Facebook und auf Twitter. Die Links sind unten in der Beschreibung oder sonst gibt es einfach ein Pilz-LP, dann dürftet ihr uns finden. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend am Freitag. Bis dahin, macht's gut und einen schönen Feiertag euch noch. Tschüss!